wieder einige Tage in den Schlingpflanzen, Verhedderungen des Iltis, mit der Verzweiflung, ohne jeglichen Ausweg, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, in der sukzessiven Erkenntnis des absoluten Sich-Entleerens, des Besetzungsinteresse all dieser Bühnenaufführungen opulentesten Ausmaßes der Außenwelt und dann auch noch der Entsetzung, der Entleerung, der Besetzung des letzten Refugiums sich fasziniert, dabei selber zu beobachten, wie dieser Wahrnehmungsapparat sich selber beobachtet in seiner dramaturgischen immer wieder Neues auf die Bühne Zauberns und eben dessen Erschaudern, dass man selbst der einzige Ort sei, an dem dieses Universum, dieser U-Kosmos zu entstehen vermag. Bis dann klar wurde, ist ja logisch so. Und am Ende können sich wieder die Parmenidianer gegen die Heraklitianer die Köpfe einschlagen, die einen, die das Dao der Engführung in seinen Wiederholungen bejubeln und die anderen, die die Hölle ausmalen, in dem nicht herauskommen aus diesem Wiederholungszwang schleifen. Jedenfalls ist ja klar, dass am Ende alles eng geführt wird. Auf lediglich ein Metier, das niemals der Besetzungsmotivation, der Faszination, der Faszikulation, der Bewunderung sich entledigen würde, indem alles aus den anderen Ebenen und Gebieten und Registern entleert wird und die ganze Energie da hineingestopft wird, denn man muss ja nur die Natur beobachten, was für einen bunt vielfältigen Aufwand von überquellender Amalthea Vergeudung es betreibt, all das Jubilieren, das Tirillieren der Vögel im Vögeln, in der vollkommenen Verausgabung, in der vollkommenen Versammlung aller Motivationsenergien, das eben auf das Drittveränderungsendprodukt hinausläuft, als der Gipfelpunkt, auf den alles fokussiert wird, im Sein, sodass dies niemals die sexuelle Faszination verliert und hier die höchsten ekstatischen bis orgiastischen, jedenfalls das ganze Subjekt im Beschlag nehmenden Genießensenergien fokussiert und versammelt werden. Denn die Gegenprobe, die Probe aufs Gegenteil im Gedankenexperiment, wenn dem nicht so wäre, wenn diese Bemächtigung des Subjekts, diese Korruption durch die niemals erlabenden, niemals mit leuchtenden Augen, mit leuchtenden Sternenaugen und wässriger Pupille
glückselig gemachten, ekstatischen, enthusiastischen Genießensüberwältigungen. Zitat, aber ich brauche es doch so. Zitat Ende. Wenn dies nicht mit der höchsten Lustbeglückungs-Vernunftbetäubungs- Energien besetzt würde, dann könnten ja diese komplexen Vorgänge, die beim Sprechwesen überdies noch durch Frigidisierung und Ausdehnung des Werbungs Hochspannungsapparaturen in wöchentlichen bis monatlichen Olympiaden, Selektionswerbespielen ja niemals stattfinden und am Ende würde sich kein Subjekt, kein Tier bis zum Affen, bis zum Menschen all diese Vorgänge antun lassen, seine individuellen Souveränitätsgrenzen durchbrechen lassen. Vielleicht ist das schon bei Weichtieren so, die sich den Hektokotylus wechselseitig durch die Haut pieken lassen, als ob es Corona-Fanatiker wären. Jedenfalls sind all diese Vorgänge, die dann zur Produktion der Drittveränderungsimperative, die Zeugungsvorgänge mit ihren komplexen Werbungsvorgängen, mit ihren komplexen Verführungsvorgängen bis hin dann zur Überwältigungs-, Penetrations-, Durchbrechungsvorgängen mit nachfolgender Erfahrung der Höllendurchritte in nachjährigen jubilatorischen Himmel wieder auffahren, ob des Triumphs des Überlebthabens, ob des Triumphs des Unterwerfers selbst erlegt zu haben, ob des Triumphs auch eine Geburt unbeschadet an der Schmerztodesgrenze gerade noch entkommen zu sein und dann gestärkt hervorzukommen, hervorzugehen mit leuchtenden Augen und leuchtenden Häuten und leuchtenden Wärmeschutzräumen. All diese Vorgänge, auf die die ganze Lebensenergie eng geführt wird, weil es ja schließlich um die Erhaltung des Lebens selbst, um die Erhaltung der Spezies als ultimatives Projekt geht, erklärt also, warum alle anderen Besetzungsräume entleert, entledigt und ihrer Energie entzogen werden, alle autonom-autistischen Selbstgenügsamkeits-, man kann nicht sagen Experimente, man muss sagen Autarkien, autistischen Autonomie versuchen, wird der Boden unter den Füßen entzogen, um das schließlich wieder einkehren zu lassen, die ganze Werbe und Energie auf das einzige Projekt, das komplexeste der komplexeste Verhaltenskomplex überhaupt im gesamten Universum diese Sexualbegegnungsvorgänge beim Menschen und dem Ganzen und den ganzen nachfolgenden Konsequenzen dann, was aus der Zeugung entsteht mit Geburt und Aufzuchtsnotwendigkeiten und Schutzmechanismus eines vollkommen hilflosen Wesens, das ein Leben lang bis ins Greisenalter Kleinkind bleiben wird. Jedenfalls in diesem Bereich findet keine Entleerung statt. In den Ultraviolettfarben der Blumen fasziniert, in den Insektenaugen, in ihrem
Strahlenkranz aufblinkend im Jubilieren und Tirillieren der Vögel, in diesen ganzen freudig das Herz hüpfen und zerspringen machenden Überanstrengungen und Aktionismen, die an diesem einzig eng geführten ihren einzigen Maßstab finden, ihre einzige Engführung, ihre einzige Motivation, da alle Energie und alle Leistung und Arbeit und alle Übererfolgreichheit und alles protzen und übertrumpfen, hineinzulegen bis hin zum Lachs, der den ganzen Fluss emporschwimmt, bis er dann vor Übererregung den letzten Schwanzschlag tut und dann rotbäuchig zu Boden sinkt, um zum Futter für seine Nachkommenschaft zu werden, nachdem er zuvor seinen Laich abgeseimt hat. Also eigentlich ganz klar, warum selbst die Beobachtung der Beobachtung seiner selbst in Beobachtung dieses theatralischen Weltenbühnentheaters die Besetzungsenergie genommen werden muss, um das Einzige, das legitim immer die Besetzung behalten darf, daraus auszuziehen, Punkt, Punkt, Punkt. Das jedoch war, jedenfalls war wieder die Erlösung, und wenn man sich dann die ganzen Kaskaden der Gedanken, was da alles geschieht in diesen Sexuierungsvorgängen, in Zeiten der Nike, in Zeiten der Artemis, in Zeiten der Hekate, mit all diesen verwickelten Labyrinthisierungen der Grammatik vom aktiv-passiven zum transitiv-intransitiven, dann zum reflexiv-irreflexiven, mit all den manieristischen barocken Verschnörkelungen am Ende, ähnlich wie die Bifurkationslogik eines Mandelbrots in der Natur mit immer neueren, trickreicheren, immer neueren, sensationelleren Ein- und Ausstülpungsformen, Verführungsformen. Es gibt so Kolibriarten mit einem überlangen Schnabel im Amazonas, der nur eine einzige Orchidee zu befruchten vermag, weil diese einen so langen Kelch hat, dass nur er bis auf den Grund desselben kommt, um den Nektar zu schlürfen und dann die Pollen zu befördern. All diese wechselseitigen parasitären oder besser gesagt symbiontischen Systeme, die sogar zwischen Pflanzen und Tierreich stattfinden, so als ob die Pflanze wüsste, diese oder jene Form erfinden zu müssen. Nicht nur die kleinen Schirmchen, die von den Pusteblumen davonfliegen, indem sie sich des Windes bedienen, nicht nur die Kanonenschüsse des Agavenpfahls, der manchmal gefährlich werden kann, wenn man sich in Cinque Terre an diesen 10 Meter hohen Falli ungeschützt vorbeibegibt und plötzlich, wie der Witz sagt, der Mai ist der gefährlichste Monat, weil der Kohl zu schießen beginnt. Aber auch hin zu solch fantastischen Phänomenen der Kilifische, deren Gehirn sich ein Parasit bedient, das Verhalten dann ändert, sodass dieser sich auf den Bauch dreht, sofort vom Reiher gefressen wird, der den Zwischenwirt darstellt, um in dessen Kot dann erneute Parasiten auszuscheiden, die wieder neue Kilifische befallen. Solche parasitären oder symbiontischen Wechselwirtvorgänge, Malaria zum Beispiel,
die umso cleverer sind wie bei Viren, wenn sie den Wirt möglichst nicht töten, sondern als Vektor noch lange leben lassen, damit sie auch als Spezies möglichst große, übererfolgreiche Überlebenschancen haben. Das ganze Spiel der Natur in seinem Erfindungsreichtum des Überlebens, das sich die Hauptenergie auf zunächst die sexuellen Transmissionen und Transmutationen und Aberwitzigkeitsneutransformierungen legt, damit die Rasse insgesamt Überlebenschancen hat. Sonst wäre es gar nicht zum sexuellen Crossing Cover gekommen, sonst wäre man einfach bei der Klonierung, bei der Absprießung der Quallen geblieben in identischer Wiederholung des eigenen Körpers, das viele Vorteile hat, weniger Energie benötigt, nicht die schwierige Partnersuche benötigt, aber eben im Fall einer katastrophalen Umweltänderung oder eines tödlichen Keimes durch zu geringe Variabilität die Überlebenswahrscheinlichkeiten geringer sind, als wenn es wie beim Menschen am Ende auf die möglichst exotischste Diversifizierung hinausläuft, nämlich dass die Schwarzhäutige den Rotblonden sucht, die Kleine den Großen und so weiter. Siehe auch Euripides, Antigone, die stirbt für dieses Gesetz der anderen Ordnenden der Natürlichen, nämlich die Diversifizierungslinien als das oberste Gesetz, als das oberste Gut der Natur zu bewahrheiten. Und ihm den nötigen Respekt bis nach dem Tode nicht zu verweigern. Brr, es ist kalt. Es hat nur 8 Grad draußen und es regnet bis morgen. Und es weht ein kühler Wind. Heute wird wahrscheinlich die Sonne gar nicht rauskommen.